ich lachen. Ja, das ist doch völlig normal, dass man, dass Fans, Zuschauer, dass alle, die mit Holstein mitfiebern, dass man so einen Blick auf die Dinge hat. Wir haben 1:1 gegen den FSV Frankfurt gespielt. Ich persönlich oder wir im Trainerteam, auch die Mannschaft, mit der wir dann logischerweise auch nach dem Spiel gesprochen haben, mit der wir die Dinge aufgearbeitet haben, fanden, dass es insgesamt ein sehr gutes Drittligaspiel war. Dazu gehören immer zwei Mannschaften. Und andererseits ist es so, Fußball ist ein Ergebnissport. Wir haben aus guten Situationen einfach versäumt, das 2:0 zu machen. Damit, glaube ich, wäre das Spiel zu 80% in unsere Richtung gekippt. Das haben wir versäumt und das müssen wir uns vorwerfen lassen. Aber die Leistung der Mannschaft, wenn wir die kompensieren können und können noch ein Packen drauf oder ein bisschen was draufpacken, dann sind wir absolut in der Lage, viele Spiele in der dritten Liga zu gewinnen. Steven war extrem enttäuscht. Extrem enttäuscht nach dem Spiel. Er fing dann an, die Runde zu machen und sich bei uns Trainern, auch zum Teil im VIP-Raum oben und bei der Mannschaft zu entschuldigen. Das ist aller Ehren wert. Ich finde aber, verschossener Elfmeter, ja, man kann Elfmeter verschießen, so wie Steven gemacht hat, der natürlich eine Idee hatte. Und ich habe ganz kurz mit ihm am Sonntag unter vier Augen gesprochen, wollte einfach seine Beweggründe wissen, warum Steven sich für diese Lösung entschieden hat, den Torwart auszugucken, was ich bei ihm so jetzt im Training noch nicht gesehen habe, wenn er mal einen Elfmeter geschossen hat. Und da hat er mir einen plausiblen Grund für genannt, der bleibt unter uns und damit ist das Ding abgehakt. Ja, ich glaube, Steven war wirklich derjenige, der sich brutal geärgert hat, extrem. Muss man nur aufpassen, dass er sich da nicht zu sehr in den Keller ärgert, sondern jetzt wieder positiv an die nächsten Aufgaben herangeht. Und die letzten zwei Trainingseinheiten, habe ich das Gefühl gehabt, ist auch dieser Fehlschuss für Steven aus dem Kopf. Ja, da verlieren wir die Lust näher am Arbeiten. Die personelle Situation ist momentan so, die könnte besser sein, aber nichts mit Jammern. Heizer fällt aus, das wird auch noch in den letzten oder in den nächsten drei, vier Spielen der Fall sein. Domi Schmidt noch mit Rückenproblem, der noch nie bei der Mannschaft ist. Dann haben wir mit dem Milat, der sich im letzten Spiel oder im ersten Spiel die Muskelfaserriss zugezogen hat, haben wir noch einen Ausfall. Gestern hat sich Arne Sigger im Training ein Supinationstrauma zugezogen. Das nennt man, also das ist halt, er ist halt umgeknickt. Ja, das passiert, ist nicht schön gerade. Ja, und Alex Bieler, großes Fragezeichen hinter Alex noch, der mit dem Magen-Darm-Infekt zu Hause liegt. Ja, Sido hat jetzt einmal wieder mittrainiert gestern. Müssen wir abwarten, wie er es hinbekommt. Also ist etwas viel gerade, aber gibt es wirklich kein Jammern, was die anderen Jungs auf den Platz bringen. Ist ausreichend, muss ausreichen, um beim VfR Aalen trotzdem zu punkten. Ja, wenn ich an VfR Aalen momentan denke, dann denke ich immer an den Torwarttrainer beim VfR Aalen. Mit dem habe ich an Timo Reus, mit dem habe ich ganz, ganz lange in Freiburg zusammengearbeitet. Ich glaube 1997, 98, das war mein erstes Jahr als Co-Trainer bei den Profis, ist Timo neu zu uns gekommen vor der Saison und hat dann, glaube ich, in der Zweitligasaison ganz, ganz viele Spiele von Anfang oder ganz, ganz viele Spiele über 90 Minuten gemacht. Am Ende der Saison sind wir aufgestiegen, wieder mit dem SC Freiburg in die erste Bundesliga und dann haben wir eine ganz gute Nacht verbracht, damals im Ruhrpott. Wir haben in Wattenscheid 4:1 gewonnen, sind damals aufgestiegen und haben dann gerade so die Abfahrt am nächsten Morgen hinbekommen. Das sind so Dinge, die erinnern mich an Timo, super Typ. Ansonsten kann ich nur sagen, die letzten drei Spiele als Trainer, einmal mit dem VfL Bochum in Aalen haben wir 2:2 gespielt. Letzte Saison haben wir in Aalen 0:0 gespielt, zu Hause 1:0 gewonnen. Dabei soll es einfach bleiben. Ne? Also wir wollen Punkte mitbringen aus Aalen, die nötige Lockerheit behalten, den nötigen Spaß haben, aber die Dinge, die wichtig sind, auch mit dem ganz, ganz gewissen und nötigen Ernst angehen.